Geil. So. Ich will nur da drauf springen. Was ist das Problem? Verdammt, das schon wieder! Was? Warum? Ich wollte doch nur oben auf die Spitze springen. Ich hab. Was ist das? Das ist ja total dämlich gemacht. Aber ganz ehrlich, da muss ich mal richtig sagen. Richtige Scheißleistung von der Programmierung her. Was ist denn das? Also. Ohne Witz. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin gerade baff. Wie kann man denn sowas hinkriegen, dass das so eine blöde Reaktion hat? Echt. Ah, so kommt man irgendwie an die Leben ran wahrscheinlich, ja. Okay. Ich hole mir jetzt noch den dritten Akku. Weil ich es kann. Oh, fast tot gegangen. Weiß gar nicht, was so gut ist hier. Kann ich gar nicht einsammeln. Okay, ich warte ab, bis ich den noch einsammeln kann, weil ich glaube, der könnte mir jetzt gleich helfen. Okay. Wir gehen einfach mal ganz normal hier durch. Ohne groß rutschen. Immerhin komme ich jetzt hier durch. Oh. Das war ja eine sehr interessante Stelle, ne? Wir sind gemacht. Ah, wir haben den Edelstein. So, ich glaube, ich muss jetzt, glaube ich, nicht zurücklatschen, ne? Nö. Wir haben den normalen Edelstein, haben wir ja. Es ging, glaube ich, auch nur um den roten, oder? Bin mir nicht sicher. Aber ich werde trotzdem noch mal in den Bonusgang mitmachen. Das kennen wir jetzt ja alles schon. Das ist schon wieder so komisch. Und ich hatte keinen Checkpoint, ne? Muss ich jetzt wieder ganz von vorne? Nee. Ach, geil. Ich hatte schon Befürchtung, dass ich jetzt nochmal alles machen muss. Okay, so. Aber hier kriege ich jetzt tatsächlich die Leben nochmal neu. Das ist doch schön. Hallo. So. Das war früher nicht so. Hier muss man echt das Hocken komplett abwarten, bis man diesen Supersprung machen kann. Und früher musste man einfach nur drücken und hochspringen. Und jetzt ist es echt so, du musst warten, bis er sich wirklich komplett hingehockt hat. Und erst dann macht er diesen hohen Sprung. Hm. Schon merkwürdig. So, das haben wir auch. Und dann noch ein Akku mit, das ist auch eine gute Sache. Und einen schönen Bauchklatscher. So, nicht vergessen hier den. Das waren jetzt unsere Kisten. 35 und 75. Ich glaube, die kann ich gar nicht alle kriegen jetzt. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich nehme mal mit, was kommt. Oder kann ich hier echt noch eine Kiste kriegen? Also, die Kiste, genau. Ein Edelstein für die Kisten. Ich will es nicht ausschließen. Das kann natürlich sein, aber. Glaubst du? Eigentlich nicht. Was sagen die Kisten? Nee. Das sind zu viel, die noch übrig sind. Wahrscheinlich. Hier kommt ja nicht mehr viel. Nee, vier Kisten noch, genau. Aber ich habe den roten Edelstein. Ich glaube, darauf kam es an und das war auch das einzig Wichtige, was noch zu holen war. Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches. Vielleicht gab es auch eine Möglichkeit, irgendwie die zu holen. Wenn, dann weiß ich gerade nicht genau wo. Egal. So, Warp Round, genau. Jetzt gibt es hier den roten Edelstein, das war's dann eigentlich, genau. Sehr schön, dann haben wir das auch geschafft. Dann sind wir jetzt zwar wieder im ersten Warp Room, aber wir können ja wieder zurückgehen. Muss ich jetzt echt zu Ripper Roo wieder? Oder kann ich einfach hoch? Hoch, ne, genau, da. Sehr, genau, so, schön. So. So, hier sind wir nämlich stehen geblieben. Und wir waren mit Snowbist jetzt eigentlich fertig. Da gab es noch einen Geheimgang. Ne? Wie war das jetzt mit dem... Da brauchte ich den roten, ne? Den habe ich jetzt. War das so? Oh, jetzt bin ich überfordert. Brauchte ich da den roten? Oder oh Gott, wie war denn das jetzt? Brauchte ich bei Snowbist den roten Edelstein? Ja, fuck. Wir machen erstmal weiter. Nein, machen wir nicht. Ich muss mal eben gucken. Tut mir leid. Ich musste aber eben gucken. War da noch was?
Snowbiz. Warum habe ich das Gefühl, dass ich jetzt hier irgendwie noch was machen kann? Ja, da fehlten mir ganz viele Edelsteine. Ich glaube tatsächlich, ich brauchte hier den roten. Deswegen gehen wir hier nochmal eben rein. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist, sonst seht ihr das jetzt hier umsonst. Aber ich meine, ich hätte irgendwie was gesagt, von wegen, oh, hier brauchen wir den roten Edelstein. Ich hoffe, dass das stimmt, was ich da erzähle. Wir werden es ja sehen. Wenn ich an die eine Stelle komme, wo ich denke, da brauchten wir was, dann sehe ich ja, ob das rot war oder nicht. Hi. Den will ich haben, sehr gut. So. Genau. Meine ich, habe mich doch richtig erinnert. Sehr gut. Ich hoffe, ich komme hier auch wieder raus. Ich weiß es nicht genau. So, hier kriegt man jetzt die Edelsteine, die ich vorhin verpasst habe. Dann haben wir nämlich dieses Level auch komplett abgehakt. Wäre ja eigentlich ganz cool. Das sind nur Wumperfrüchte. Ich wollte Äpfel sagen, ja. Ich versuche mich zusammenzureißen. Und Wumperfrüchte zu sagen. Interessant, dass man unser Spiegelbild kaum gesehen hat. Die Stachelschweine sind hier recht human, finde ich. Also die lassen einen schon noch was durchgehen. So, einmal aktivieren da oben. Mach kaputt. Ich glaube, da bleibt noch was über, was ich haben will, oder? Nö. Tut's nicht. Ist da unten noch was? Nee, da unten ist nichts mehr. Okay. So. Okay, auch gut. Ach so, geht's auch. Ich bleib mal ein bisschen weg. Es ist jemand alles kaputt, das ist die Hauptsache. Das nehmen wir auch mit. Ah, hier gab es aber einiges an Kisten. Das ist gut. Aber ob das wirklich die 60 waren oder die 50 waren, das glaube ich gut, die da fehlten. Hm, weiß nicht. Ach, fuck. Ich habe gedacht, der wird jetzt kleiner. Dann kann ich ihn mal eben erledigen. Ah, an dem Bereich kann ich mich noch erinnern. Der ist eigentlich ganz cool. Das wollte ich noch gar nicht aktivieren. Die vergisst man übrigens leicht, die Kiste. Ich glaube, Dennis hat die in seinem Let's Play vergessen. Deswegen konnte ich mich gerade daran erinnern. Da war was mit. Ja, ja. So. Okay. Äpfel. Das war jetzt Absicht. Das war keine Absicht. Ich hatte aber da unten gerade einen Checkpoint, ne? Ja, genau, hier. So. Da muss ich einfach den hier machen. Ja, okay. Messer nicht, gut. Wie Kisten habe ich jetzt? Ja! Könnte bald hinkommen mit der Anzahl der Kisten. Müsste bald vorbei sein hier. Und dann hoffe ich, dass ich auch an der gleichen Stelle wieder rauskomme. Achso. Ich denke mal, der kommt runter. Tut er auch, ja. Nein, ich dachte, der ist so zeitmäßig drauf, wisst ihr? Dass man eine gewisse Zeit warten muss, bis er was tut. Aber nee. So einer ist das nicht. Okay. Man muss halt nur nah genug ran und durchrutschen und nicht wie ich da eben. Dann mitten rein. So. Oh, gut, dass ich das Leben gekriegt habe. Oh, das sah gekonnt aus, war es aber nicht. War eher Zufall. Bin ja ehrlich, ne? Ich bin ein ehrlicher Betrüger. So. Dass ich das nicht schaffe. Und ich raff's auch nicht, dass ich da einfach mal die hier die Rutschattacke nehme. Man, das Gute ist, man kriegt hier echt ganz gut wieder Leben zurück. Man kann sich hier schon ein paar Fehler erlauben. Aber eigentlich will ich mir das gar nicht erlauben. Weil es soll einfach nicht zu noobig aussehen. Aber ich habe ja nie behauptet, dass ich ein Crash-Experte bin. Und ich habe diesmal dran gedacht, dass ich, gerutscht bin. Und da war ich definitiv noch nicht unter dem scheiß Pfeiler. Oh, nochmal den ganzen Rotz hier.
Diese Geräuschpassage übrigens, das erinnert mich total an Paperboy. Habe ich als Let's Play gespielt, die Amiga-Version. Das ist nämlich genau die Passage bei Paperboy, wenn man Game Over geht. Müssen wir darauf achten, das ist die Game Over-Musik von Paperboy. So. Okay, und durch. Ich wollte rüberspringen, verdammte Kacke. Danke, ich krieg endlich meinen Mitleids-Akku. Ah, ist das ein Kotz-Scheiß hier. So. Ja, bin ich schneller hier. Ich will das jetzt hier schaffen. So. Das kaputt machen. Jetzt schaffe ich nicht mal mehr mitrutschen, diese Passage. Ich bin echt gut. Aha. So. Okay. Ja. So, jetzt habe ich meinen Akku. Ich hoffe, dass ich ihn gleich für die Nitro-Kisten noch nutzen kann. Dass er nicht zu früh kaputt geht hier. So, und. Äppa. Diesmal komme ich natürlich so rüber, war klar. Jetzt brauche ich den Akku nicht. Ich dreh durch hier. Okay. Aha. Okay. Problemlöser. Problem, genau. Problem heißt das Ding. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch zurück. Ich bin mir nicht sicher, wo ich gespawnt bin. Ah, ich glaube, das war schon korrekt. Die Stelle kommt gleich nochmal. Ja, genau, hier bin ich hochgefahren. Ja, alles gut. Okay, wenn wir das Level hier beendet haben, dann kriegen wir nochmal einen Edelstein. Juhu, immerhin werden wir belohnt. Das war scheiße. Boah, gut gemacht. Gut gemacht. Hab ich gut gemacht, ja. Ich muss da hoch. Ich muss mich töten, Ich komme in die scheiß Kiste nicht mehr ran. Oh Mann, ey. Nein! Ich hatte keinen Checkpoint. Dann hätte ich mich doch nicht umgebracht. Oh. Herrlich. Okay. Ich sollte die Szene da gleich auf einmal packen. Nein, ich glaube, ich kriege das jetzt hier nochmal hin. Ich habe ja wieder meinen Akku. Ah, ich kann nicht... Geh weg! Okay. Vielleicht schaffen wir das ja auch ohne Akku. Sieht ganz gut aus. So, den müssen wir auch noch gleich killen hier. Okay, wir haben es tatsächlich hingekriegt. Ich darf jetzt bloß nicht sterben! Nein! Das wäre nicht gut. Gib mir einen Akku. Kein Akku. Oh nein, diese Stelle ohne Akku ist doof. Okay. Okay, den kriege ich. Ach, ich komme doch wieder ganz zurück. Auf irgendeine Art und Weise. Scheiße. Nein, da ist der Checkpoint. Ich dachte, der kommt nicht so weit angerannt. Oh, nee, oh, nee. Oh, ich mache jetzt drei Kreuze, wenn dieser Part rum ist. Also, wenn wir dieses Level geschafft haben, ist auch wahrscheinlich definitiv der Part zu Ende. Wenn ich das so von der Zeit her sehe, ja, kommt hin. Oh, das ist aber... Und dabei ist das echt nicht schwer, Leute. Das ist echt nicht schwer. Genau, genau das meine ich. Genau das meine ich. Aber ihr seht, ich verliere eigentlich nicht groß Leben. Weil es gibt hier halt so viele. Okay.
Das Gute ist ja, dass das hier echt zum Glück ja eigentlich nicht so eine Verzweiflungsstelle ist, sondern es ist einfach nur nervig, dass ich es halt immer wieder machen muss, weil ich durch eine dusselige... durch eine dusselige Stelle sterbe. Und nicht, weil es einfach zu schwer ist, sondern einfach nur, weil ich dumm bin. Nein, weil ich mich dumm anstelle, so. Ah. Okay. Es gibt wieder ordentlich viel zu lachen, ich merke schon. Wie sich die Profis die Mäuler zerreißen. Ach Gott, ja. So. Komm her. Ach ja, jetzt klappt es wieder ganz gut, ne? War klar. So, jetzt lassen wir den Arsch dann nochmal hin und her hoppeln. So. Ich habe schon wieder falsch rumgedrückt. Was mache ich denn da? Alex, erst rutschen, dann springen. Ich bin irgendwie so ein Tastenlegastheniker geworden hier. Das ist ja schlimm. Ah. Ja, wieder. Das gibt's doch nicht. Ich habe es mir jetzt echt falsch rum eingeprägt hier. Das kann nicht wahr sein. Okay. Wahrscheinlich ist das die Aufregung vom DFB-Pokalspiel. Das ist meine Ausrede. Deswegen bin ich jetzt etwas nervös. So, jetzt bitte andersrum. So ist richtig, ja. Okay, läuft. Ja. So. Das war gut, ja. Jetzt richtig drücken. Gut. Das gleiche gleich nochmal. Ich wollte direkt in einen Zug durch. Das war aber auch nicht so die geile Idee. Und ich habe sogar noch einen Akku übrig. Also wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann bin ich echt selbst schuld. Ich bin die ganze Zeit schon selbst schuld, das weiß ich. Aber... Nee. So, jetzt brauche ich auch gleich keine Angst haben. Wenn ich hier nicht durchkommen sollte, kann ich trotzdem irgendwie zurückkommen, habe ich ja gerade festgestellt. Und diesmal kriegen wir es direkt alles hin. Sehr gut. Diesmal nicht. Ich habe den Checkpoint erreicht. Und wenn ich jetzt sterbe, ist mir das scheißegal. So. Und jetzt gleich bloß keine Kiste übersehen. Das wäre jetzt sehr fatal. Wenn ich gleich feststelle, oh, ich habe was übersehen. Dann würde ich mich selbst... foltern, drei Teilen, vier Teilen, alles mit drei Teilen ist auch nicht schlecht. So. Okay. So. Ach, das war diese tolle Stelle. Ja, ich erinnere mich. Da war ja noch was. Aber das Level machen wir jetzt auf jeden Fall noch eben zu Ende, bevor wir den Part beenden. Okay. Das war jetzt wieder zu viel. Hä? Wie habe ich das jetzt vorhin gemacht? Oh, das wollte ich gar nicht. Wie er so langsam da lang gesegelt ist, als wollte er gleich einen Flug starten. Oh. Okay, irgendwie haben wir es hier gekriegt. Das ist die Hauptsache. So. Okay. Ach, das kam der Kram noch, richtig. Ich erinnere mich. Mach kaputt. Okay, alle Kisten. Sehr schön. Nur noch zum Levelausgang. Das ist nicht mehr so weit. Es fehlen noch 15 Kisten. Die sollten wir jetzt noch kriegen, oder? Ich denke. Jeppa. Und hier war nix. Ne? 14. Das waren 5? Weiß ich es nicht. Zwei Kisten noch und die kommen da vorne. Ja, sehr schön. Haben wir es da. Also eine ist hier. Eine kommt da hinten, glaube ich, noch irgendwo. Es geht doch kaputt.
hier einfach nur kaputt. Da ist sie doch, die letzte Kiste. Ja, sehr schön. Ach, wir haben alle Kisten. Ein herrliches Gefühl gerade. So. Wir haben sogar noch einen Akku übrig. Ich bin total begeistert. Das war jetzt eine schwere Geburt, die eigentlich gar nicht so schwer war. Aber gut. Wir haben Snowbiz geschafft. Und können dann praktisch im nächsten Part durchstarten. Mit der neuen Levelart, glaube ich sogar. War das Beerit, ja. Also, was heißt neue Levelart? Das gab es im ersten Teil praktisch auch schon. Aber halt, ja, ein bisschen einfacher, möchte ich mal sagen. Okay. Das war das. Ja, Crash, freu dich. So. Genau. Beerit ist das nächste Level im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid damit dabei. Würde mich sehr freuen. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.